Herzlich willkommen zurück zu meinem, unserem Let's Play Empyreon Galactic Survival. Hier beim Epsilon Com Center MKI, das durch den Berg schießt und mir schon zwei Steinchen weggeballert hat. Ja, Stahl, ich weiß. Genau, die kompletten. Hatte ich da drüben den kompletten? Oder wurde es schon angeschrägt? Nein, ich wollte so bestimmt mal anschrägen und hab's nicht gemacht. Ja. Dann packen wir die wieder hier rein. In den Klaus. Und ich könnte natürlich auch von der anderen Seite ranfliegen. Gucken wir uns mal das Gelände an. Ach so, hier ist ja Titanheck. So, du ballerst von dort. Kann ich hier dahinter irgendwo mich... Nein, 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 nein. Verstecken? Hä? Mach mal gerade die Kiste. Wir sind jetzt hier oben an der Kante. Müsste ich ja bis dort vorlaufen können. Dann gehe ich mal zu Fuß erkunden. Da kenne ich nichts. Mal Kuckuck. Noch ein Berg. Kuckuck. Noch ein Berg. Kuckuck. Noch ein Berg. Ja, so habe ich mir das erhofft. Dann kann ich wieder snipern. So. Dann hole ich mal die Kanonendrohne runter. Oder auch nicht. Doch, nein, doch, nein, doch, vielleicht. Ich habe gesagt. Ja, schon ein bisschen Bilder. So. Immer schön in das Drohnenfenster rein. Jetzt auch nicht, dass das zu weit weg ist. Das geht aber nicht nochmal weg. Quatsch. Hier gerade was Grünes dran vorbeigepfiffen. Nein, doch. Fort hier, fort, hin fort. Hey, du kannst auch mal wieder aufhören. Ich bin doch schon lange weg. Hörst du auf? Aua! Mach nicht mal so tiefe Krater hier rein. Jo, dann genehmige ich mir mal ein Medikit. Da ist der Klaus. Und noch ein Medikit. Habe ich da noch was zu essen einstecken? Ja, habe ich auch noch. Das ist schön. Dann rein in den Klaus. Dann pirschen wir uns mal so ein. Ah, und ich sehe gar nichts. Das ist natürlich jetzt schlecht. Kann ich nur... Quatsch.
Das ist immer blöd. Ich bin das gewohnt, einsteigen in das Gerät und er hat automatisch die erste Knifte drin. Aber diesmal hat er es nicht. Aber das geht auch schon von rein. Nee. Ich hab doch aber... Gut, dann muss irgendwas am Heck sein. Das hinten, die rausgeschossen wurden. Schießt du jetzt immer noch? Du schießt immer noch. Dann muss ich mal ganz kurz Lage überprüfen. Viel kann er ja nicht mehr dran haben zum Schießen von. Raus. Und dann gucken wir mal und reparieren mal. Was, du kommst wohl hinterher? Hm? Traust du dich? Achso, keine Munition mehr. Na, laden. Ich dachte schon, es sieht doch so schief aus. Aber dafür ist das Abwehrschild ja gedacht. Dafür ist es da. Ran, Kontakt aufnehmen, schießen. Ich dachte nicht, dass die wieder durch den Berg ballern. Na komm. Ich hätte ja gern das Reparaturgerät Teil 2 oder Tech 2, aber nein. Dafür brauche ich ja erstmal den verbesserten Konstruktor. So, das ist auch. Die Kanzel ist ganz wichtig. Cockpit. Na mach los jetzt. Ja, damit ist dann auch klar, warum wir... Warum wir nicht mehr zurückschießen konnten. Der hat die ganze Seite zerdellt, zermartert. Okay, den Loot haben wir noch. Damit muss ich jetzt aber hier abbrechen und den zu Hause reparieren. Mann, das ist ja jetzt blöd gelaufen. Aber was soll's? Wir kommen gleich wieder. Zum Glück hat er nicht den Kampf zerschossen. Ach, da muss ich ja hier auch noch mehr nachladen. Quatsch. Meine, ja, aber gut gerockt. Und wofür ist mein Schild vorne? Hat er hier so schräg durchgeballert, wa? Genug Steinchen dabei. Aber hier ist auch so dunkel. Achso, Munition habe ich ja sowieso nicht. Dann muss ich ja jetzt sowieso zurück. Hat er mir die ganze Munition weggeschossen? Einmal in den Süden fliegen und dann nach Osten. Zit. Dann drehe ich mal in Osten, in Westen natürlich. Dann drehe ich gleich mal ein bisschen. So.
Ja, auch sowas gehört ab und einmal dazu. Wo sind wir denn hier? Sind wir denn noch auf dem richtigen Weg? Ja, so ein bisschen nach hierher. Aber nichtsdestotrotz, ich komme wieder. Ah, da ist die Mine. Die hat man ja schon. Ab ins blendende Licht. Aber man merkt wirklich, hier fehlen ein paar Steinchen. Es wiegt sich wesentlich leichter. Ist nicht mehr so klobig. Ein bisschen Spaß muss sein. Na, wie weit ist es denn noch? Ja, über den Hang und runter. Da ist die Base. Hier ist es wenigstens auch noch hell. Da sehe ich ein bisschen mehr beim Reparieren. Können wir ein bisschen näher ran hier, dass ich nicht so weit laufen muss. Ich bin faul. Und zeig mal hier, hier ist das, hier ist das. Nehmen wir das alles raus. Das hat auch fast gepasst. Dann bringe ich das weg. Baue mal 3 Munitionskisten, 2 Frachtboxen. Erstmal alles. Nein! Und wenn wir einmal dabei sind. Das kommt doch da gar nicht rein. Die kommen hier rein, die kommen hier rein. Bau gleich mal weg, dass das fort ist. Das hätte ich dann doch gern so um. Du kommst mit dort rein zur Verpflegung. Verpflegung brauche ich gerade nicht. Du kommst noch hier rein. Euch packe ich erstmal weg. Stahlblöcke, gehärtete Stahlblöcke. Hier rein, da rein, alt. Produktion ansetzen. Manu. Und zwar kleines Raumschiff. Hätte ich gern eine Frachtbox und 1, 2, 3 Munitionskisten. Und wenn du dann das fertig hast, baust du mir mal gar viele Raketen. Ja. Oh nein, das ist auch mein Sprengstoff weg. Ich brauche auch noch mal ein paar Munition. Das sind 500, 1000 Schuss. Ja, du hast einen Schuss. Ja, na und? Wer hat das nicht? Dann in den Kühlschrank. Ja, kann ich das Fleisch gleich mit reinpacken. Und wenn wir einmal dabei sind, ist hier fertig. Ach, guck mal, hier ist doch komplett fertig. Dann kann ich doch auch gleich wieder Gemüsekonserven ansetzen. Während der Klaus repariert, umgebaut wird. Komm, gib her. Sonst muss ich ihn mit Strunk rausreißen, einmal schütteln und den Strunk wieder reinstoppen. Wer lacht da im Hintergrund? Ich mache das wirklich so. Komm, gib her. Noch ein Tomatchen da. Und da und da. Und hier. Und klug. So, guck mal hier. Da rein. 1, 2. 18 dahin, 18 dahin, 18 dahin. Und dann kannst du mal davon ein paar bauen. Wovon fehlt es hier? Stahlplatten? Du brauchst doch. Du brauchst doch auch Stahlplatten. So viele schon mal verbastelt. Dann gib mal ein paar 96 Stück her. Und rein da und nochmal das Ganze. Und dann kannst du auch Gesteinsmehl, gereinigtes Wasser. Haben wir alles da. Baust du den Kladderadatsch auch noch. Und was habe ich denn hier noch drin und da noch drin? Und die Tomaten kommen noch in den Kühlschrank.
Dann kann ich aber den Rest von draußen auch noch holen. Nachdem ich wenigstens die Medizin hier wegpacke, sonst komme ich durcheinander. Es? Und wie bin ich schon maximal durcheinander? Hopsasa, tiralala. Hier drüben ist er nicht durchgekommen, nur da. Seltsam, seltsam, seltsam. Dann gib mal den Rest her. Das dahin, das dahin. Und dann nochmal hier reingeguckt. Den hast du mir auch fast rausgeschossen. Was ist denn? Den auch? Ach, hier fehlt doch noch wesentlich mehr. Das sind doch die ganzen Anbaugeräte, Einbaugeräte weg. Mann, nun ist denn einfach mal mit unten ein bisschen noch auskleiden. Hier muss ich ja, hier muss ich. Hier fehlt ja die ganze Versorgung auch. Da, ja. Hier oben. Nee, die muss ich erstmal bauen. Da oben war drin für das kleine Raumschiff, und zwar hier drüben. Sauerstofftank, Sauerstoffstation und Treibstofftank. Dann habe ich ja richtig Schwein gehabt, dass ich noch mit dem Ding bis hierher gekommen bin. Das war ja nur noch Resttreibstofftank. Für 1,7 Minuten. Ja! Ihr habt's alle gesehen, ne? Ah, außer ich. Klassisch, klassisch. Das ist fast alles repariert. Nee, doch nicht. Aber da das auch sowieso erstmal alles jetzt bauen muss, kann ich hier noch ein bisschen weiter drunter gucken und weiter versuchen zu reparieren. Und einzelne kann ich hier wieder dran setzen, wie den. Und, nee, das wird ja dann auch wieder. Und dann kann ich mich ja schon mal hier vorne hinsetzen und mir einen Plan machen, wie ich das besser schütze. Noch eine Reihe davor zimmern. Ach Quatsch. Wenn ja Treffer kriegen, ne? Das wäre schon mal so der optimale Schutz. Das wäre schon mal nicht schlecht. So, hier kommen wir voll hin. Hier hin und dahin. Und hier hin. Ja, das sieht schon mal fast so aus, wie es war. Hier drüber. Und du bist noch nicht repariert. Das sehe ich doch. Du sahst noch zerknautscht aus. Du auch. Du auch noch. Oh Mann. Oh ja, hier ist auch noch zerknautscht. Der hat aber mal gut getroffen. Hier drauf gesetzt und da drauf gesetzt. Ach, hier ist ja auch noch kaputt, ja. Hier steht ja vorne. Ist das Explosionsschaden? Scheint so, da hat er gleich von Anfang an durchgebannert. Aber es hat doch hier vorne drauf getroffen, nicht hinten drin. Ich könnte natürlich das Schild noch vergrößern, aber ich muss aufpassen, dass ich oben, wenn ich drin sitze und rausgucke, dass ich noch was sehe. Wenn ich jetzt rechts und links am Cockpit noch was hochziehe, damit das hinten nicht reinballert, habe ich das Problem, dass ich nichts sehe. Außer ich baue hier hinten noch was, noch mehr dran sozusagen. Mit gehärteten Stahl. Das wäre auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall. Na, guck mal hier.
kann ich den hier in der Mitte reinsetzen? Ja, wieder einen vollen. Denn hier oben drauf kommt der Sauerstofftank. Hier hinten kommt Treibstofftank. Hier hinten die Sauerstoffstation. Und dann ist hier schon mal die Geschichte zu. Und dann ist er eigentlich auch hier zu. Und dann dementsprechend kommt hier einer hin und hier einer hin. Und hier nicht. Warte, warte. Da. Da rein und da rein und da rein. Und hier kommt dann so ein... Nee, immer noch nicht. So rum und so rum rein. Und damit ist das ja schon mal... Wie habe ich denn das gemacht? Das war Pyramide. Nee, Ecke. Nee, immer noch nicht. Doch, so rum. Und dann kann das... Huch! Daneben gesprungen. Ja, was so schön ist gleich nochmal. Daneben springen fetzt. Dann den dahin, den dahin. Und warst du schon der Schräge? Das sieht schon so aus. Denn wenn ich dich drehe, müsstest du ja dann... Huch, ah, Mann, du! Ich hab's aber heute echt nicht mit Springen. Und dann bist du hier auch wieder die Ecke. Nee, du bist diesmal die Pyramide. So rum. Und dann sieht das ja schon fast fertig aus. Das ist schön. Dann ging das schneller, als ich befürchtet und gedacht habe. So, für euch habt ihr noch Spaß da. Was hast du denn hier fertig? Die Frachtbox, die Munitionskiste. Dementsprechend die Munition. Ja, und aus dem Augenwinkel sehe ich, wir sind schon wieder über die 20 Minuten. Das macht nichts, da kann der hier weiter basteln. Und in der nächsten Folge bauen wir den dann nochmal auf und schauen uns an, was wir da eventuell noch verbessern können. Ihr könnt ja mal Vorschläge reinschreiben in die Kommentare. Ui, ui. Hier muss ich schon wieder auch nachbasteln. Das kann ich dann gleich mal in die Wege leiten. Das können wir eigentlich auch machen, wenn wir los sind, nicht? Und da setze ich das jetzt nochmal schnell ein. Ich kann ja dann reingucken, bevor wir nochmal losfahren. Fliegen. Laufen. Nein, nicht laufen. Jetzt habe ich es gesagt. Verdammt. Nicht, dass das ein böses Omen ist für die nächste Runde. Aber, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder. Von meinem, unserem Let's Play Empyreon Galactic Survival. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!